habe hier mein Equipment aufgebaut. Wie ihr sehen könnt, hier werde ich die nächsten Tage und Wochen an meinem Album arbeiten. Ich habe ja schon mal eine EP rausgebracht. Da war alles auf Englisch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber diesmal hatte ich irgendwie das Verlangen doch nochmal auf Deutsch. Ich habe schon vor etwas längerer Zeit auch schon auf Deutsch Songs gemacht, wie einige von euch wissen. Jetzt back to the roots sozusagen will ich wieder auf Deutsch machen. Es ist einfach so, dass beide Sprachen machen Spaß, extrem Spaß zu singen. Es ist schon einfacher natürlich auf Deutsch zu schreiben, trotzdem auf Englisch ist noch was anderes. Es klingt dann nochmal ganz anders. Hat mehrere Gründe. Ja, und ich bin jetzt am ersten Song dran. Ja, es ist ja Musik, also es ist nicht alles berechenbar. Und ich wollte einfach, also wenn ich anfange zu machen, dann kommt halt das irgendwie dann so raus, wie ich mich gerade fühle sozusagen. Da kann ich nicht immer so viel beeinflussen oder so viel planen, auch wenn ich es gern können würde. Also manchmal geht es natürlich, wenn es ein Auftrag ist für irgendwas anderes, klar kann ich dann was produzieren, aber wenn es Songs sind für mich, dann ist es was anderes. Ja, keine Ahnung. Ich kann euch ja mal reinhören lassen irgendwie. Ich habe jetzt auch schon die ersten Sätze geschrieben. Ja, wie ihr seht, ist es tatsächlich von heute gerade die ersten Sätze geschrieben, auch schon direkt aufgenommen, weil ich einfach mal hier auch testen wollte, wie es klingt mit dem provisorischen Aufbau. Ich muss sagen, klingt echt alles super. Genau. Ich mache das aber eigentlich fast immer so, dass ich die ersten Sätze da auch dann schon mal aufnehme, dass ich so die Stimmung nochmal auffangen kann und später ist dann immer noch, kann ich ja immer noch ändern und so. Das ist halt das Gute, wenn man alles da hat und nicht in so einem ganz großen Format arbeitet, dann ist man da etwas schneller und freier und ich liebe das auch. Ja, das ist irgendwie, das ist dieses Gefühl einfach, die Fähigkeit zu haben, irgendetwas aus etwas Ungreifbarem wie Schallwellen zu produzieren und dadurch dann so etwas Emotionales oder weiß ich nicht, ist einfach, Musik ist so krass für mich, wenn man also drüber nachdenkt, dann flasht mich das jedes Mal aufs Neue. So. Man muss sich ja echt vorstellen, das sind einfach nur Schallwellen im Endeffekt. Und du kannst dann die krassesten Sachen machen, die einfach Massen von Menschen bewegen können, auch wenn es nur ein einziger ist, den es eventuell berührt. Dann allein, ich fahr dir das mal rein, so. Ich meine, flasht mich jedes Mal aufs Neue. Und eben diese Freiheit, dass ich hier sitzen kann und live und direkt quasi umsetzen kann, was ich will, weil ich mir eben alles selber angeeignet habe und selbst beigebracht habe, was ich dazu brauche. Weil es einfach mein größter Traum ist. Das liegt mir immer so auf dem Herzen. Egal, was ich alles andere noch nebenbei mache, es bleibt einfach die Musik. Ich stehe auch total darauf, die Videos zu machen. Auch viele andere Sachen. Will ich jetzt nicht so genau ins Detail gehen. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen gemacht und so weiter. Aber im Endeffekt ist das ist wirklich die Leidenschaft. So. Die auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leiden schafft. Ja, habe jetzt hier einfach mal angefangen zu schreiben. Ich bin auch ein bisschen selbst verwundert, was jetzt rausgekommen ist, weil das mir selber dann auch nochmal, das ist auch wie eine Reflexion von mir selbst sozusagen, wenn ich dann die Songs produziere und dann selber noch schreibe und drauf singe, dann merke ich auch erst, dass mich so einige Sachen immer noch beschäftigen oder ganz klar immer noch beschäftigen, aber halt, wie tief das auch sitzt. Und ja, ich denke, klar habe ich meinen Freundeskreis und natürlich meine Freundin und meine Familie, aber es ist trotzdem nochmal was anderes über die Musik. Also ich könnte, glaube ich, auch niemals, ist egal was, Musik ist für mich selber auch einfach eine Therapie. Irgendwie, weil ich merke dann schon, wenn ich dann die Songs schreibe und Sachen da loswerde sozusagen oder drüber singe oder einfach nur mal auf den Tasten rumhaue, dann geht's mir gut. Ich brauche das. Und das ist etwas, was ich schon seit Kindesalter so in mir drin habe. Auch wo ich gar nicht wusste, was ich da mache. Und jetzt manchmal, wenn ich am Keyboard arbeite und so weiter und Melodien finde oder suche und so weiter und die Ideen auf dem Weg bin, da halt irgendwelche Ideen zu entwickeln, dann fällt mir auf, dass ich das als Kind quasi schon so ähnlich gemacht habe, dass ich dann da saß und mit meinem kleinen Casio Rapman, den habe ich jetzt nicht dabei, ich habe den immer noch, den ich damals von meinen Eltern geschenkt bekommen habe, dass ich da echt immer jedes Mal totale Wiederholungen in Melodien
immer wieder eingespielt habe und das immer und immer wieder, immer und immer wieder habe ich das gemacht. Und im Endeffekt ist ja auch die heutige Musik ist ja auch sehr repetitiv, also sehr wiederholend in den Melodien und im ganzen Aufbau. Das ist ja, ich will nicht sagen simpel, aber hat halt schon so einen gewissen Wiederholungscharakter, hat es halt einfach. Aber das ist auch gut so, weil dadurch Leute, die vielleicht nicht so eine komplexe Auffassung haben oder haben möchten, dadurch leichter zu erreichen sind. Darum geht es ja auch. Es ist ja wie, wenn man sich abends eine Komödie oder irgendeinen Quatschfilm da reinzieht. Das macht man nicht, um sich da jetzt intellektuell weiterbilden zu wollen oder mit dem Leben groß auseinanderzusetzen, weil der Alltag vielleicht schon stressig genug ist, sondern weil man einfach mal abschalten will. Bei der Musik ist es auch so, nicht nur so. Man darf das auch nicht unterschätzen, weil man dadurch natürlich durch die, sage ich mal, einfache und immer wiederholende Formel kann man sozusagen als Mittel nehmen, um die Leute zu erreichen, wenn man eine Botschaft hat. Also manche machen das ja gezielt, bei vielen ist es nicht so, andere machen es aus Spaß, andere passieren offen. Es ist auch von Song zu Song anders, also es ist bei mir genauso. Naja, ich wollte euch mal reinhören lassen. Ist jetzt alles natürlich nicht fertig, Skizze und so weiter. Und was dann letztendlich aufs Album kommt, ist dann auch wieder was anderes. Ich habe momentan so einen krassen Output. Da kann ich noch gar nicht sagen, ob das dann aufs Album kommt oder nicht. Aber ich lasse euch einfach mal reinhören. Ist jetzt wirklich ganz grob der Anfang und ich habe jetzt eben kurz aufgenommen. Also ihr könnt mal kurz reinhören. Ihr könnt ja auch schon mal sagen, was ihr davon haltet oder so. Die Kommentarfunktion ist ja nicht umsonst da und ich lese auch alles durch. Definitiv. Auch wenn ich nicht immer drunter schreibe oder so, einen Daumen hoch setze ich immer mal für einen Kommentar und genau. Schaut mal so, was ihr davon haltet. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht wieder so einen eigensinnigen Move machen wie bei der EP das erste Mal sozusagen. Ich habe das ja auch alles selber, wie gesagt, schon mal produziert und bla bla bla. Diesmal würde es mich schon freuen, wenn ich natürlich einfach mehr Menschen mit meiner Musik erreiche. Würde mich definitiv freuen. Deswegen lasst mich wissen, wie ihr es findet und schreibt es in die Kommentare oder sonst irgendwo hin. Ihr könnt mich auch gerne bei Facebook adden, privat oder die Fanpage oder Twitter, Instagram. Ach und übrigens bin ich gerade dabei, YouNow für mich zu entdecken. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Schreibe ich auch mal in die Infobox. Und genau. Yes, sir!